Wo ist er? Durch die Wand. Er kann durch die Wand gehen. Jetzt ist es ein echter Valdoran. Er kann's halt. Hallo? Straight through. Lasst mal den Valdorator in Ruhe. Wo ist der Valdorator? Ja. Dafür ist er viel zu cool, um ihn in Ruhe zu lassen. Warte mal, ich hab eine Idee. Man kann. Hier kommt er. Warte, ich komm gleich mal. Der Valdorator ist wieder reingegangen. War draußen das Wetter nicht schön genug. Achso. Na dann. Bitch, I'm famous. Ja, Mann. Au. I don't know how to breathe. Yes, bro. Wo ist Walter? Wo ist Walter? Oben! Oben. Wo er die ganze Zeit schon ist. Oh, wie süß. Er ist weiterentwickelt zum Valdorator. Verdammt, das ging nicht. Und er ist angelangt. Was tust du? Nein! Ich hab ein Buch auf ihn geschmissen. Nein! Leid ihn an! Dennis hat ihn an der Leine. Geil, man kann ihn an die Leine nehmen. Oh, jetzt hab ich den Leine. Hallo, hör auf damit! Guck, jetzt hab ich ihn an der Leine, ich geh Gassi mit ihm. Durch die Wand. Nein, tu's nicht! Ich geh Gassi mit ihm. Du bringst ihn bestimmt so um. Komm hier aus dem Fenster. Ein Huhn stirbt nicht an Falldamage. Ja und? Warte, kann ich ihn jetzt allein mit Linksklick oder? Du bist so blöd. Rechtsklick. Der arme Valdorator. Ich hab ihn erhängt. So ein Tierquäler, ne? Ja, echt. Also, die Leine abgemacht. Ja, ich. Achso, du. Ich hab gedacht, er hat das hinbekommen. Siehst du, er geht sogar freiwillig zu seinem Flock. Flock. Wo geht er hin? Ja, nach draußen, das macht er manchmal. Ich liebe ihn. Er scheißt einfach mal auf Physik. Oh, zieht die Leine durch eine Wand. Er ist so putzig. Ja. Er wäre der perfekte Elektriker. Er kann eine Leine durch die Wand legen, ohne sie aufzuschlitzen. Ja, Mann. Alter, könnte ich das, ne? Super. Wir werden so gefragt, ne? Ja, Mann. Was? Die wollen dann einen Up-In haben? Kein Problem. Baff! Fertig! What? Ach stimmt, ich warte die ganze Zeit auf den Koppelstone. Koppel. Hallo? 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 Eda. Ich sag Captain, you said what? Wer ist Eda? Nein. Das wird das epischste Haus aller Zeiten. Auf jeden Fall. Auf Epicness. Ja. Ja, das kann man glaube ich so anbieten. Und dann da eine Truhe und dann. Hey, das ist voll scheiße und wir bilden uns hier irgendwelchen Müll ein, aber egal. Ja. Who the fuck cares? Ja, so kommen zum Bieten. Ja und Hauptsache wir haben Spaß, so. Ja. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Geben Gas. Oh, ja, wir sind nicht mehr in den 80ern. Ja. Ach nicht? Nee. Oh Gott. Alter, deine Treppe ist scheiße, Dennis. Mist, mein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Dass ich da runterfalle, ja? Ja. Hast du jetzt die ganze Zeit deswegen zugeguckt, wie ich da hochlaufe? Ja, natürlich. Ich glaube schon, warum ich dir zugucke. Spaß. Was selber. Hey, Thomas. Hallo. Ich ender Chest mal hier, ne? Was? Wow, nein, niemals. Wow. Schon passiert. Wir haben jetzt eine Ender Chest. Wow. Hast du mir gerade was zugeschmissen? Ist mir egal. So Hupe ist mir das, ne? Kann man hier irgendwo Sachen selber abbauen? Ja, in der Abbauwelt.
Ja. Gehen ja, einfach okay. Zum Teleport-Deck und da gibt's eine Abbauwelt. Ach, cool. Was wollte ich? Einen von den 100.000 Schildern. Dann geh mal ein bisschen Holz sammeln, weil ich glaube, wir haben keines mehr. Teleport! Der Walter hier hat schon ein Ei gelegt. Geil, dann können wir vielleicht eine Walterine machen. Grundstück oder spezielle Orte? Spezielle Orte sind das, ne? Ne, du willst doch bestimmt eine Walterine haben, oder? Abbauwelt. Oh. Wir haben wie Clementine oder Mandarine, Walterine. Ah! Kohle, Diamanten, ja, das sieht gut aus. Schwing! Was? Willkommen in der Abbauwelt. Was ist Griffing? Griefing. Absichtlich andere Sachen kaputt machen. Achso. Verdammt, ich würde ja eine Truhe machen. Gute Freunde kriegen Küsse? Alter, wehe, kommt in die Abbauwelt. Fick dich, Dennis! Was? Was willst du? Ja, alles gut. Dachte ich mir. Small oder was? Ja, los, komm her. Ich brauche erstmal eine halbe Stunde, bis ich den Bus kriegst. Stimmt. Und dann nochmal eine halbe bis hierher. Ich kann die Ender-Chest nicht abbauen. Tja, ist ja auch Thomas Ender-Chest. Nee, die ist nicht gelockt oder so, hätte die freigegeben. Nee, brauchst eine Dia-Spitzhacke. Wenn du sie so abbaust, dann geht die einfach kaputt. Ich hab's versucht mit einer Diamant-Axt. Nee, Hacke. Jetzt habe ich es mit der Spitzhacke gemacht und jetzt ist die Obsidian kaputt gegangen. Oh, ja, du meinst, ich soll es mit der Spitzhacke machen, hab ich's gemacht? Ja, eine Diamantspitzhacke! Ja, ist es doch! Ja, dann müsste sie eigentlich heile bleiben. Nee, ist sie aber nicht. Ja, ist sie aber nicht. Dann müssen wir neue kaufen. Da muss Thomas dich jetzt töten. Button für faule Menschen, die nicht weit laufen wollen. Haha, cool. Warte, ist denn... Hat keiner bezweifelt. Schon wie diese ominöse Person hier, die sich einfach hierher portet. Ja, ne? Ich auch nicht. Was? Was für eine Person? Ach du, ist unwichtig. Achso. Ach, die Person. Reden wir gerade von der selben Person? Ja. Jetzt hört auf, über diese Person zu reden, das ist unnötig. Warum? Diese Person ist ein Mysterium für sich. Ja. Geheimnisse. Oder irgendwelche. Oh Gott, jetzt sind ja noch mehr Personen, wo kommt die alle her? Deine weltweit Drogen... Keine Ahnung, nein, Quatsch, Baum. Was? Nein, Quatsch, Baum, hab ich doch gesagt. Alter. Jetzt verfolgt er mich. So, wie viele Abstände haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 und eine 6. Drück den Button für faule Leute. Das ist am sinnlosesten. Das sind faule Leute. Ja. Es gibt einen Button für faule Leute, die nicht weit laufen wollen. Ich zeig ihn jetzt Walter. Nein. Nein. Wem zeigst du Walter? Die ominöse Alter. Person. Nein. Der arme Walter, das verträgt er nicht. Denk an sein armes Hühner. Er kollabiert gleich. Guck mal, die Leute leften schon das Game. Ja. Weil Walter so an Coolness überragt. Ja, wo seid ihr überhaupt? Die fragen gerade, wo ihr seid. Ja, hier oben, Kevin, guck nach oben. Ach da, hey, hallo. Ich bin in der Abbauwelt. Du bist ja gerade in der Abbauwelt.
Ja. Das ist eine wunderschöne Wendeltreppe, Dennis. Du kommst runter, ich komm hoch. Das ist eine sehr schöne Kerze. Das gefällt mir, mit diesem Ausguck. Ich hab gehört, Kerzen halten länger, wenn man sie nicht anzündet. Ich dachte schon, du meinst Walter White. Nee! Und an dieser Stelle einen Gruß an Dudelsack 3. Drei Dudelsack 3, tut mir leid. Ja. Vor allem, ich glaube, das meist überbenutzte Zeichen in diesem Spiel ist Doppelpunkt D. Nee, Doppelpunkt Klammern zu. Guten Tag! Wo kommen die ganzen Leute her? Was machen die hier? Mann, Typen, Party hart. Also, sag mal, wer hat hier eigentlich Birke außenrum und so um unser Haus geplant? Thomas, um das zu erklären, ich hab hier vielleicht so einen kleinen. Fanclub. Ja. Den Kevin Fanclub. Genau. Ach, kommt der Fanclub über die eine Person da? Ja. Ja. Ah, okay. Über die Person. Ne? Ja. Daraus wird jetzt das Mysterium. Vielleicht sagen wir irgendwo meine letzten Folge oder so. Mal gucken, wer drauf kommt von euch. Weißt du das überhaupt, Thomas? Ja. Nein, ich höre. Oh, irgendwas leckt da gerade. Oh, Walter, das ist doch putzig. Ich wüsste nicht, woher Thomas wüsste, wer die Person ist. Oh Mann, das ist voll der. Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Thomas, du lagst irgendwie. Okay, wer hat den Amboss gesetzt? Lag. Thomas. Ja, ihr lagt auch bei mir bei Skype so. Was, welcher Amboss? Wie kommt der Amboss dahin? Vielleicht steht da ein Amboss? Ein Geschenk Gottes. Wo? Was? Ach da, wo ist ein Amboss? Das ist ein Geschenk Gottes. Oh ja. Yeah. Oh. Ding, ding, ding. Hätte ich kaputt gemacht. Gib uns den Amboss wieder. Die sind unfair. Ich mag meine Wendeltreppe. Ja, die ist aus. Awesome. Vor allem immer, wenn ich versuche, Wendeltreppen zu machen. Er hat ein Spawn-Ei. Das ist aber eine Kuh oder ein Creeper oder so ein Villager, ne? Er hat ein Spawn-Ei, ja! Villager? Was? Das Ei heißt Melanie Müller. Alter, die setzen wir in den Keller, los! Los, komm! Oder aufs Dach! Bitte für deinen Keller! Für den Keller! Ja, Mann, für den Keller, ich sag's doch! Was? Was zur Hölle ist das? Da spawnst du vermutlich einen Villager, der Melanie Müller heißt. Wer immer Melanie Müller ist. Nein, das Loch, hier. Das Loch. Wie geil. Wer ist Melanie Müller? Melanie Müller! Hey, die bietet Gold an. Gold ist verrückt. Sie sieht so hübsch aus. Melanie Müller. Dieses Geräusch. Man hört nämlich so Ding. Hey, wir haben Amboss. Es ist ein Geschenk Gottes. Die Aussage, hey, wir haben einen Amboss. Es ist ein Geschenk Gottes. So, ich glaube, der Cobblestone ist mal hier so ein bisschen gebrannt. Ja, ich habe übrigens auch nachgefüllt, ne? Mit Kabel. Du hast einen Scheißdreck getan. Hab ich gar nicht. Hallo? Ich habe nachgefüllt. Hast du gar nicht, du hast einen Scheißdreck hast du getan. Halt die Maul! Nein! Sie hat Melanie Müller getötet! Nein! Nee, die lebt doch noch. Ja, aber sie hat das Doppelpunkt D weggemacht. Ach, die kann man, glaube ich, mit den Dingern umbenennen. Hat noch irgendwann das Buch? Was für ein Buch? Nein, dafür musst du einen Name-Tag machen. Ich hab ein Buch. Stimmt, die Name-Tags. Damit ging das. Wo kommen wir die her?
ist das Buch. Auch irgendwie craften aus einer Schnur und einer Seite Papier, glaube ich, irgendwie. Irgendwie sowas, ja. Okay. So eine auf Mr. Logic und so. Ich geh mal einen kaufen. Da brauchen wir aber noch einen Amboss. Haben wir so viel Eisen? Keine Ahnung. Eisen ist nicht teuer. Da kosten... Ein Eisen kostet, glaube ich, 10 B. Ich finde das Geräusch episch, was die machen. Cool, für Smaragde können wir uns bei ihr Brot kaufen. Geil. Wir brauchen erstmal ein paar Smaragde. Kann man inzwischen eigentlich schon bessere Sachen mit Smaragden machen? Warte, was mache ich denn eigentlich? Als die dumm angucken? So, Name Tag. Da! What the fuck? Main. Name Tag kostet 2500 B. B? 1. Kann man nicht selber craften? Warte. Ja, kann man. Dafür brauchen wir eine Schnur. Alter! Hast du Melanie Müller an den. An den angeleint? Geht das überhaupt? Was? Hast du die angeleint? Ich hab gar nichts angeleint. Ja, weil da so ein Zaun steht. Echt? Ich hab die nicht angeleint, da steht halt nur ein Zaun drin. So, noch anleine. Ich guck mal, ob ich mir noch eine Leine kaufen kann. Wieso kann man sich eigentlich kein Spinnennetz kaufen? Das Nametag kann übrigens nur gefunden werden. Achso. Ach, deswegen ist es so teuer. Hätten wir das Hühnchen noch rumnehmen können. Da müssen wir mal irgendwie Geld. Oder warte mal. Dennis? Schreib mal den Lord Chaos da mal eine Private Nachricht. Dass wir mal so ein Nametag brauchen. Der kann doch bestimmt eins klar machen. Ich kann die nicht anleihen. Sobald ich Rechtsklick drücke, dann. Ja. Scheiße. Mit Tail machst du eine Private Nachricht, ne? Wir brauchen einen Nametag für Walter. Ja, Mann. Oh, Walter hat Nei gelegt! Da kommt doch jetzt. Hier kommt noch eine Wand hin, ne? 2, 3, 4, 5, genau. Alter, dem Admin ist auch langweilig irgendwie, ne? Der fliegt da im Kreis und um unser Haus herum. Ja. Geräusch mal. Alter. Hey. Das ist jetzt ja schon leicht pervers an, ne? Ja, das ist ein bisschen. Feiner Walter. Tun dein Walter. Waltar. Achso, richtig, Waltar. Sprich ja nicht den Namen falsch aus. Nee, ich hau mit dir, ne? Ja, echt mal. Ich komm da gleich rüber. Junge, da gibt's Beef. Eine Stunde bin ich da. Ich komm da gleich rüber. Einmal quer durch halb Hamburg. Dennis! Echt mal? Denn ich wohne in Hannover und er in Flensburg. Er muss durch Hamburg fahren. Gut gerettet. Oh yeah. Ja. Mann, ich verbaue mich die ganze Zeit. Aber... Hier stimmt das ja sogar, ne? Hier... Stimmt, hier ist ja die Rückwand, dann kann er hier das auch auf. Oh yeah. Kevin. 6? Okay. Was? 6? 6? Ist gerade eine 6 kassiert oder was? Nein. Achso, okay. Ich hab nach einem Namensschild gefragt. Ja, ich. Ne. Naja, okay. Gib mir ein Namensschild für Walter. Ja, haben wir überhaupt eine Amboss?
Keine Ahnung. Ja, wir haben hier unten einen. Boah, geil. Gib mir ein Namensschild. Nee. Ich muss Walters und Namensschild machen. Wie viel EP hast du? Das ist mein Walter, nicht einen. Bei mir rennt erstmal in den falschen Raum. Was? War schön, euch mal gesehen zu haben. Wo hab ich hier einen Amboss? Ach, hier stand mal ein Amboss, ja, dann haben die ihn wieder mitgenommen. Oh, den nehmen die natürlich immer wieder weg. Von wer will skypen? Der schreibt 1122 3344. Was? Ja. Ich such die ganze die Truhe mit Eisen irgendwo im Haus. Die steht draußen. Ja, das Lager ist noch nicht fertig. Links draußen. Wow, ganze zwei Eisen. Oh, die sind ja echt voll die Richies, ey. Wieso, wir haben noch ein bisschen mehr. Wo haben wir noch mehr? Da haben wir noch mehr. Da muss ich kurz mal hier so auf gar keinen Fall googeln. Ich google nicht, nein. Nein, ich würde doch niemals googeln, hallo? Vielleicht kriegst du noch Geld von Google dafür, dass du es erwähnst, dafür, ne? So viel, ja. Sowieso. Ich mach doch nichts ohne Geld. Ja, das stimmt. Feiner Walter. Gehst ja nicht mal aus dem Bett, ne? Nee. Habe ich das noch nicht gesagt, Kevin, dass ich 42 Euro die Stunde koste? Du bist ja billig. Natürlich mit Zuschlägen für Wochenende. Achso, ja, okay. Aufwand, ne? Also, jetzt also das nehmen aber die Nutten auf dem Kiez auch nicht. Ja und? Sehe ich also die Nutte vom Kiez? Ja. Verdammt! Warum frage ich? Ah, don't do it! Tja. Bin ich doof? Nein. Oh, gleich auf. Oh. Gleich im Doppelpack. Kann ich das Namecheck in dummes Kind umbenennen und das einfach Thomas um Hals hängen? Ja, los, mach mal! Um den Hals hängen ist gut. Hast du jetzt weitergegangen? Geräusch ever. Ding! Kann man was? Das Hühnchen überhaupt damit um? Muss man ja, oder? Ja klar, kann man. Aber warum hast du es noch nicht getan? Dennis! Wer hat den Stein gerade aus den Öfen geklaut? Kostet 30! Enchantment kostet 30 Level! Du musst das Hühnchen enchanten? Nee, aber das Name Tag. Achso, ach, das ist doch kein Name. Ach, das kostet 5. Wer hat gerade den Stein aus den Öfen geklaut? Ich. Ich brauch den. Wo bist du? Oh, du hast die Truhen gesichert! Da ist überhaupt nichts drin. Mann, jetzt lass mich doch erstmal. Ich geb mir den Stein. Da hast du Stein, wer glücklich damit. Ja, will ich jetzt. Spiel ein bisschen Duplo im Keller. Was machst du da nochmal? Hä? Er spielt Duplo im Keller. Ja. Okay. Ich tue hier bei. Melanie Müller. Ich kann nicht mehr lesen, tut mir leid. Ein bisschen rumgammeln da. Ja, war schon vorher. Tadet. Was? Ja, man merkt ja, nö. Da muss ich ja mal sagen. Oh, halt die Fresse. War jetzt nicht so gut, ne? Hast du was gegen Ossis? Nein, gar nicht. Nichts Effektives. Will ich dir auch geraten haben. Sonst haben wir beide ein Problem. Hat eigentlich der feine Herr Holz mitgebracht aus der hohen Welt? Hallo, sehe ich so aus? Da. War die Frage jetzt auch nötig? Ja. Definitiv. Von ihm kommt nur so ein Sehe so aus. Nice. Naja, wenn er schon sagt, meiner Herr, ne? Nein! Warum baust du Melanie einen Stall? Ja, mein Lieb von dir. Das läufig. Das ist aber nett zu Frauen. Oh Mann, oh. Ich wollte dir eigentlich ein bisschen Gesellschaft geben. Alter. Oh. Melanie, verpiss dich da. Ich will da Holz setzen. Warum ist jetzt eigentlich Nacht gerade? Das finde ich extrem uncool.
Wäre ich jetzt losgegangen und hätte ein bisschen Dings geholt, aber nicht beinahe. Es gibt spezielle Orte zum Abbauen dieser Rohstoffe. Ich möchte diese Orte mal zeigen. Da ist auch schön hell. Schön hell? Nein, nein, nein! Folg mir mal. Fuck! Also, ich bin zum Spawn. Nee, echt. Ich hab einen tollen Skin. Hulululululu. Geiler Skin. Gerne. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Direkt mein Problem. Dann hier in den Teleport-Tech. Und schon Abbauwelt. Und dann halt hier, ne, zum... Dixie. Ja. Welle... Du lagst wieder. Was? Wieso glaub, kann Melanie flüchten? Hat er nicht gesagt, Melanie ist gestorben? Flüchtet. Also, sie ist noch im Keller, aber nicht mehr da in ihrem... Dann schub sie doch wieder rein. Ja, wie denn? Bau einfach mit Dirt zu oder sowas und dann... Lauf gegen sie. Ja, genau. Das funktioniert nicht, die steht ja in der Ecke. Oh, dann warte, bis sie irgendwo hinrennt. Ich glaub... Ah, eine Spinne. Ich hab Angst. Melanie. Mach die IP. Voll penetriert. Ich bin Level 20, vielleicht sollte ich das machen. Nein! Na gut, dann nicht. Doch. 5 EP kostet. Ein Schild. Beweg dich, du Fotze. Was ist das denn hier für ein geiler Ort? Der bockt ja mal richtig. Nein! Oh, diese olle Schlampe. Und dahin ist jetzt gerade das große Feld der Hobbylosigkeit. Ach du Scheiße. Was wächst das dahin? Ist eine riesen Schafsfarm. Da kriegst du jede Farbe, die es gibt. Oh, holy crap. Und das ist ja hobbylos. Und irgendwie alle möglichen Tiere, ne, kriegst du da. Wenn man hier reingeht, follow me. Sollten wir Creeper aufpassen. Ich glaube, der macht aber kein World Damage. Ja, nicht. So. Hier sind die Baumfarmen. Hier hast du alle verschiedenen Sorten von Baum. Von Baum. Ne, Eiche, Birke, Tanne, Dschungelwut, was es alles gibt, ne? Aber immer wieder neu pflanzen, ne? Ja, das ist logisch. Und hier kannst du auch gut Holzfäller sammeln, ne? Aber mach ich spawn, ich kann jetzt mal umgehen. So, was mit Melanie? Alter Thomas. Das ist mal aus Panik alles zugeklatscht. Nein, ist es nicht! Alter, das ist mit System, du Fotze! Die steht da in der Ecke! Das ist mit System, du Fotze! Ja, ist doch so! Ganz ehrlich! Das ist ein übelst geiler Spruch! Das System funktioniert aber nicht so. Das merke ich selber. Warte, ich mach gerade dein System zum Laufen. Und am Ende hältst du hier doch eine Mühre hin. Nee, ich schieb sie gerade da rein. Ach so. So, sie ist wieder im Käfig. Du müsstest da nicht eine Küche im Bau. Warum hast du eigentlich Birkenholz hier auch verwendet? Weil es geht. Das ist einfach nett. Ja, ne? Ich wollte hier eigentlich eine Treppe nach unten machen zum Pool. Jetzt haben wir hier eine Gefangene. Ja. Was zur Hölle? Ja, das ist auffällig, habe ich das cool. So, die Treppe. Bin ich noch? Kommst du noch? Ich mach nochmal neue. Da hüpfen Leute vorne rum.